Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut euch wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus 8.3. Und zwar ist es dieses hier, alles verschlingend. Und dieses finden wir einmal unter Quests und dann Battle for Azeroth. Was müssen wir dafür machen? Schließt alle einzelnen Ziele des verschlingenden Maus in Uldum und im Tal der ewigen Blüten während des Angriffs des Schwarzen Imperiums ab. Klingt einfach, ist es tatsächlich auch und ist sogar noch einfacher, als ich dachte. Es gibt nämlich verschlingende Mäuler, das sind so Special Events, ähnlich wie World Quests. Hier unten haben wir jetzt gerade eins, das werden wir jetzt gleich machen. Da könnt ihr einfach in ein verschlingendes Maul rein, müsst ein bisschen was anklicken, ein paar Mobs töten, ihr schließt es ab und das zählt hier quasi als abgeschlossen. Ich dachte jetzt, dass es insgesamt 7 verschiedene gibt, weil die haben feste Spots, die Dinger. Und wenn man alle 7 verschiedenen gemacht hat, hat man das Achievement. Es gibt die anscheinend sowohl bei der Angriff des Schwarzen Imperiums in Uldum als auch hier im Tal. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 verschiedene Spots hier im Tal gefunden, habe die ein paar Tage gemacht und habe das Achievement trotzdem gekriegt, obwohl ich ja noch nicht in Uldum war und da das Schwarze Imperium angegriffen hat. Heißt anscheinend, kann man es auch in einer Zone abschließen und braucht nicht beide Zonen. Ist natürlich ganz nett, falls man mal irgendwo eine von den Anführungszeichen, ich nenne sie jetzt trotzdem World Quest, vergessen hat oder übersehen hat, weil die sieht man leider nicht auf der Karte, sondern die sieht man nur auf der Minimap, wenn man drüber fliegt und sie gerade quasi nicht abgeschlossen sind, denn die können andere Spieler auch abschließen, da muss man kurz warten, bis sie wieder spawnen. Ist ein bisschen blöd gemacht, man hat jetzt keine normalen World Quests mehr, sondern eher so Events, nenne ich es jetzt mal. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Und schwimmen mal hier runter. Hier ist jetzt ein verschlingendes Maul. Da klicken wir einfach drauf und dann kommen wir hier rein. Und hier drin müssen wir quasi dieses Maul jetzt schließen. Ihr müsst mit einem Ding interagieren, dann könnt ihr eigentlich AFK gehen, theoretisch, weil andere Spieler, die hier mit den Sachen interagieren oder Mobs umhauen, zählen für euch mit rein. Also ihr müsst das nicht komplett selber machen, wenn natürlich kein anderer da ist oder ihr das schnell abschließen wollt, dann solltet ihr halt hier mitmachen, ne? Ist klar. Aber wenn ihr nicht irgendwas anklickt oder was tötet, dann zählt es nicht für euch quasi mit dazu. Das ist bei diesen ganzen Events quasi so, dass ihr zumindest ein bisschen interagieren müsst. Und jetzt klicken wir einfach das Zeugs weit an. Zack. Anscheinend haben wir genug zerstört mit der Gruppe hier oder mit den Leuten allgemein. Wir werden rausgeportet, das Ding ist kaputt. Und hätte ich das Achievement noch nicht, würde es jetzt quasi wieder eins hochzählen. Ich hatte es jetzt aber nicht so, dass ich insgesamt 7 gemacht hatte und dann es fertig hatte, sondern es war irgendwie, weiß ich nicht, nach mehr als 7, aber nicht 7, die einzigartig sind, weil es gibt hier tatsächlich, glaube ich, nur 4 Spots, die ich gesehen habe. Hier war einer, da war, glaube ich, einer von den Spots hier oben und irgendwo noch hier unten habe ich einen gehabt. Wenn euch das aber tiefer interessiert, wo die Dinge immer sind und ihr nichts verpassen wollt, dann kann ich euch einen Tipp geben. Und zwar gehen wir jetzt mal hier auf die Seite WoW und die haben immer so eine Aufzählung, was an den jeweiligen Tagen ist, wo dann diese Events sind. Jetzt muss ich hier gerade durchscrollen, wo wir da für den heutigen Tag diese Dinger haben. Ich glaube, die sind gerade hier noch nicht drin. Okay, wir müssen auf die nächste Seite. Ist ein bisschen viel Gespamme da gerade. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall die täglichen Bonusziele sehen. Und dann ist... Ah, nee, das war das Falsche. Nochmal eins weiter... Wo haben wir es denn? Ah, hier zum Beispiel. Das ist jetzt ein älteres, ist aber egal. Zum einfach nur zeigen, passt es. Also hier haben wir zum Beispiel, was täglich an Bonuszielen in Uldum ist. Und da kann man dann quasi genau das Zeug sehen. Das gleiche gibt es fürs Tal auch noch. Ja? Also es sind immer 6 Stück insgesamt, die man holen kann. Und das wird da angezeigt. Natürlich braucht man das nicht. Man kann auch einfach hier ein paar Mal drüber fliegen. Sobald man 6 insgesamt gefunden hat, das sind nicht nur diese Mäule, das ist alles Mögliche, dann ist man für den Tag durch und kann quasi nicht mehr finden. Gut, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video-Guide wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.